So, hallo, herzlich willkommen zu Folge 17 Mehrspieler Factorio. Wieder mit Psychopath. Hallo. Hallo. So, Thema Strom vom letzten Mal noch. Genau, richtig. Also müssen wir anbauen. Richtig, genau. Also ich habe jetzt einmal ein bisschen Offcam habe ich da für das für den Eisentransport, also für die Eisenplatten her zu transportieren, habe ich noch schnell die roten Fließbänder hergestellt, dass es relativ flott geht. Ja, allerdings. Ja, aber es ist immer noch zu wenig Eisen. Ich habe deine Worte im Kopf. Ja. Am Anfang eines Spiels schon. Wo du noch gesagt hast, wir werden nie genug Eisen haben. Genau. So, also Stahlträger haben wir hier unten auf jeden Fall schon mal genug drin. Genau. Das ist soweit okay. Dann lasse ich das andere Eisen durchlaufen. So, ich schau mal, wo ich hier meinen Strom hinbaue. So, und ach, du bist da drüben. Ach, du willst von hier abzapfen. Ja, dass ich die nach unten baue. Weil wir hätten ja da oben eigentlich noch, hätten wir da oben noch Kapazität? Bei den vier da hinten noch mal dranhängen ein paar? Nein, da ist die Temperatur schon bei 28 Grad. Das wird wahrscheinlich ein bisschen knapp. 28 Grad, wo siehst du das? Bei den Heizkesseln, das sind die vordersten. Stimmt. Ja, aber Moment, es ist ja wichtig, nicht wichtig, was vorne dran ist, sondern was hinten dran ist, oder? Und da ist die Temperatur Bei 100 ausreichend. Grad. Genau, bei den ganzen Dampfkesseln, also bei den Dampfmaschinen, ist er bei 100 Grad. Aber wichtig ist halt, dass vorne der vorderste Heizkessel sollte halt nicht unter 50 Grad kommen oder sag ich mal unter 20 Grad. Und wenn ich da jetzt würde noch zwei Dampfmaschinen dran setzen, würde da die Temperatur schon runtergehen. Können wir da nicht noch mehr Heizkessel hinten dran in Reihe schalten? Macht das nichts mehr aus dann? Das macht da nichts mehr aus. Das geht leider nicht. Alles klar. Also ist da eine gewisse Kapazitätsgrenze da? Genau, ich glaube maximal 7 Stück oder 8 Stück. Aha. Zähl mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Ja, maximal 8 Stück kann man dranhängen, um da ein bisschen was rauszukitzeln. Okay. Also baust du neu. Genau. Boah, aber dann gleich richtig. Soll ich nochmal Bäume weghauen hier? Ja, genau, kann man gerne tun, kannst gerne tun. Gibt's nachher noch eine Motorsäge? Leider nicht. So eine Waldrodungsmaschine, das wäre was. Ein Bulldozer oder so. Kannst du später mit dem Panzer durchbrettern. Das fände ich auch noch geil, wenn sie sowas gemacht hätten, so nach dem Motto, dass man noch irgendwie Land ebnen muss oder so, dass nicht alles flach ist. So. Zap. Was ist das, was ich jetzt gemacht habe? Oh, 7 Stück sind es maximal. Ja, eben. Ich habe mal gerade vorher gedacht, wo ich es oben da nachgezählt habe, wo du auf 8 kommst. So, okay. Das sind jetzt die klassischen Heizkessel, okay. Genau. So. Kann ich noch welche herstellen? Ja. Aber jetzt brauche ich schon jede Menge Eisen. Und wir brauchen von da drüben auf jeden Fall Kohle, ne? Genau, richtig. Die werde ich hier einfach mit einem Teiler abzweigen und rüberführen, oder? Du brauchst keinen Teiler. Ja gut, okay. Ja, nö, brauchst du eigentlich nicht. Und zwar kann man hier die Kohle abbauen. Ach, weil wir die da nicht mehr brauchen. Genau, richtig. Alles klar. Dann nehmen wir die einfachen Förderbänder, das reicht ja. Genau. Mach das noch so und so und so. Okay, das muss dann rüber. So,
So, dann kommt hier ein Teiler hinein. Du nimmst halt die befeuerten Greifarme, ne? Wir können auch Strom nehmen eigentlich, weil das ist ja dann Pillepalle, oder? Könnte man nehmen, ja. So. Aber die befeuerten wären mir lieber, weil die uns keine Energie kosten. Gut. Und auf die Umweltverschmutzung brauchen wir jetzt nicht mehr achten. Das ist glaube ich durch. Der Zug ist abgefahren. Klimaerwärmung, ach, brauchen wir uns jetzt nicht mehr drum kümmern, ist zu spät. Machen wir weiter. So, stelle ich noch ein paar von den Befeuerten her. Da muss ich noch einige machen. Wow, unsere Erzfelder reichen nicht aus, um das ganze Eisen zum letzten Hochofen zu bringen. Also im letzten Lichtbogenofen. Wahnsinn. Du meinst jetzt vom Ding, vom Eisen? Ja, das normale Eisenerz. Ja, und ausgerechnet den letzten habe ich mir mit Modulen ausgestattet. Nehme ich die wieder raus. Das geht ja, ne? Man kann die wieder rausnehmen, genau. Ja, richtig. Und ich pack die mal in den ersten rein. Mal gucken, was das bringt. Ja. Komm, gib Gas. Da oben. Ich wollte noch von den Befeuerten herstellen. Nehmen wir ein paar von denen weg. Und das wird's. Genau. So. Okay. Oh, gut, dass ich einige gerade produziere von den Befeuerten. Okay. Ja, das brauchen wir. Gut. Ja. So. In Ordnung. So, Öfen werden befüllt. Genau. So. Oh, sehr schön. Jetzt sieht's wieder gut aus mit dem Strom, glaube ich. Genau. So, und wir haben ja auch irgendwo noch Akkumulatoren. Die werde ich jetzt einmal anfangen zu nutzen. Und dafür müssen wir nämlich oben den oberen Bereich vom Wald bis mal komplett abholzen. Moment, wo? Dort, wo die Ölfabrik ist. Ah, ich komme gerade mal hoch. Moment. Dackel, dackel. So. Ja, da sehe ich dich. Ach, du nimmst gerade die Shotgun. Ja, aber das ist mir... So, hier willst du Akkumulatoren aufstellen? Genau. Ja, die Axt im Walde. Ich denke mal, dass ich da noch ein bisschen offcam dahin gehe und den Wald ein bisschen abholze. Ich sehe, du hast wieder Größeres vor. Ja. Okay. So, mich interessiert mal ganz kurz das Ölfeld da unten. Weil hier sind wir überall schon auf 0,2. Niedriger geht's nicht. 0,2 ist so das, wo es dann bleibt, ne? Ich glaube, 0,2 ist das Niedrigste. Ja, so, dann gucken wir mal hier unten nach. Wahnsinn, das ist schon wieder bei 0,7. Ja, das geht eigentlich relativ flott. Mal eine Frage. Ja? Könnte man... Hast du mal versucht, in so eine Ölförderanlage so ein Modul einzubauen? Das geht, ja. Ob das dann... hebt das dann die Förderleistung wieder an? Ja, hebt sie. Oh. Das muss ich mir mal angucken. Weil auf Dauer wird sich das trotzdem lohnen. Ja, das tut es. Ich guck mal. So, wir haben aktuell 0,7. Ja, natürlich. Er beschleunigt einfach den Durchsatz. Wobei 0,7 verändert sich da nicht. Der pumpt halt nur schneller.
Der pumpt da, glaube ich, nur ein bisschen schneller das Öl weg. Und aber der Durchfluss, der bleibt bei 0,2. Ändert an der Gesamtmenge also dann nichts? Nein, nur dass er halt schneller das Öl pumpt. Weil eigentlich hätte das ja dann eine Fördererhöhung zur Folge. Oder sehe ich das jetzt logisch verkehrt? Man produziert quasi mehr Öl. Aber wie gesagt, der Durchfluss, die von 0,7, die bleiben halt konstant. Aber du pumpst halt nur schneller das Öl weg. Also 40% wird das Öl schneller abgebaut. Mhm. Macht vielleicht auf die Dauer dann was aus ein bisschen. Ja. Aber da wir ja später von außen eh mehr nachholen werden mit Zügen und so weiter. Genau. So, oh, hier ist es auch ein bisschen kladüster. Ich hau uns mal noch ein paar neue Lampen um die Ohren. Zack. Na? Jawohl. So. Ja, ein bisschen Licht tut immer ganz gut. Es mangelt an Petroleum. Immer noch? Ja. Ah, du hast hier unten schon die Steinfelder erschlossen. Genau, richtig. Weil ein paar Steine habe ich nämlich noch gebraucht, für halt die diese Öfen herzustellen, also die Heizkesseln. Ja. Okay. So, die Module habe ich jetzt unten drin gelassen. Ich glaube, die Module sind uns bei den Lichtbogenöfen für das Eisen besser aufgehoben aktuell noch. Ja. Aber das Eisen hat sich wieder, ist wieder gestockt, das finde ich sehr schön. Das beruhigt dich. Ja, das beruhigt mich, weil momentan werden halt keine blauen Forschungspunkte hergestellt und deswegen ist das alles andere zu stocken gekommen. Auch die grünen Schaltkreise, wunderbar, alles zum Stehen gekommen, so gefällt mir das. Sehr gut. Ja. Nehmen wir ein paar mit. Die lasse ich mal nebenher bauen. Ich pimpe mal mit ein paar Modulen unsere Sachen, wo es geht. Okay. Wo es sinnvoll erscheint. So, da brauche ich aber die roten. Ah, das ist okay. Voll. Ah, ist das schön, wenn man da irgendwo in so einem Fließband steht und die Sachen reinlaufen lässt. Wupp! Die nächste Forschung ist fertig, sehr schön. Jawohl. So, jetzt möchte ich gerne das neue Stromnetz, weil ich brauche gleich das Umspannwerk, damit ich meine Akkumulatoren kann herstellen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen lange dauern. Ja, ich glaube bei mir auch. So, die müssen aber dann da rein. So. Stahl haben wir noch genug gerade aktuell, das ist okay. Jawohl. Boah, alles stockt, das ist gut. Alles ist stockt.
außer Kunststoff. Ja, weil uns da halt das Petroleum fehlt, aber da bin ich jetzt ja wieder gerade dabei, für das wieder zu verbessern. So, kann man nachfüllen. Da, das ist gut. Ah, das sieht toll aus. So, jetzt machen wir Folgendes. Zack. Zack. Klasse. Ich guck mal, schatzeshalber. So. Da rein. So. Steine sind soweit voll da unten. Was geht denn da oben eigentlich noch ab? Ja, das habe ich mir fast nämlich gedacht. Ich hole dann die Steine von unten hoch. Denn die Förderung hier ist gegessen. Ja gut, da kann man eigentlich alles abbauen. Das stimmt. So. Stimmt, das war die Steinproduktion extra. Irre, wenn du dir vorher so einen Kopf machst, das alles so zusammenzuziehen und dann hingehst und es neu machst. So, dann schließen wir den hier an. Dann baue ich hier nämlich die Masten ab. Ich schau mal gleich mal auch offcam mal ein bisschen unser Ölfeldlager ein bisschen umbaue. Mal schauen, wie ich das mache. Ah, apropos Offcam, da haben wir zurzeit wohl echt so ein Offcam-Thema. Ich bin jetzt auch gerade dabei, bei X noch was zu machen. Mhm. Aber das ist wirklich auch mit viel Menü umbenennen und machen und tun. Ich bringe da meine ganze Flotte auf Vordermann. Ja. Nach dem Hinweis mit den Lymecrons und so weiter. Mhm. Da bin ich noch am gucken. Und ja, das wird bestimmt auch interessant werden. Also Offcam ist zurzeit ziemlich viel. Ja, gut, das ist klar. Weil ich würde nämlich hier auch dann hier das komplette Ölfeld, wenn ich auch nochmal Offcam komplett bearbeiten. Was hast du denn vor? Wir haben jetzt momentan, wie gesagt, bei uns fehlt es momentan extrem an Petroleum. Und da werde ich da was ein bisschen umbauen müssen. Dass wir halt nochmal einiges an Petroleum bekommen. Muss ich mal schauen. Wenn ich das eventuell morgen mal mache. Dass ich das alles hier wieder abreiße, neu aufbaue. Mal schauen. Ja, da kannst du auch vor allem dann in Ruhe dran rumbasteln. Genau, richtig. Weil noch kommentieren nebenher, das ist dann so eine Sache natürlich. Ja, hier können wir alles abreißen, tatsächlich. Die ganze Fertigung für die Ziegel und so weiter. Das ist alles Geschichte. Wahnsinn. Ja gut, Mauern haben wir ein paar Stück. Ja, da haben wir einiges produziert. Aber trotzdem, ich hätte es da noch stehen gelassen. Ja? Ja, ich hätte es da wirklich noch stehen gelassen, weil... Mist, ich bin ja doof. Mauern brauchen wir immer. Ich hätte ja von da unten ranziehen können. Ja, genau. Ah, nicht dran gedacht. Egal. So, da reicht aber auch ein Hochofen dann. Um die zu befeuern erstmal, dass das weitergeht. Beim Mauern, da haben wir hier die Kiste. Oh, da geht noch ein bisschen was rein. Ja, das ist okay. So, dann setzen wir hier wieder einen Lichtbogenofen hin, ne? Das müsste eigentlich... Ja. Dann nehmen wir den schnellen. So, wo sind sie denn? Da. Da packen wir auch Module rein. Vom Strom her.
Nee. Ach so. So, Strom sie. Oh. Okay. Der ist nochmal ein bisschen überfüllt, der Strom. Überfüllt? Also sag ich mal auf die Hälfte. Ja, das geht ja noch, ne? Ja. So. Was brauchen denn die? Okay, Stahlträger erweitert. Oh Gott, ich brauche Kupfer, habe ich noch jede Menge. Ich brauche jede Menge Rote. Was brauchst du? Rote? Die roten Schaltkreise. Ah, okay. Sind die in Stocken geraten, oder wie? Noch nicht. Noch nicht? Nein, leider nicht. Und das wird wahrscheinlich schon ein bisschen dauern. Oh, ich sehe gerade, es gibt ja auch zu den schnellen Förderbändern auch dann die schnellen Teiler-Fließbänder noch. Genau, richtig. So, ist jetzt mal fertig. Ich produziere hier Module noch en masse. Können wir gleich mal zwei reinhauen. Und so, das Plastik, also die Kunststoffe kommen jetzt auch wieder schneller, okay. Nein. Lass mal weg. Den wollte ich haben. Kunststoff geht auch wieder ein bisschen, ja? Ja, das geht wieder ein bisschen. So. Mal schauen, wo wir hier die nächsten großen Ölfälle haben. Ein bisschen weiter südlich sind da 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Unten das Aliendorf entwickelt sich auch prächtig. Wo sehe ich das nochmal? Warte mal, genau. Das ist auf der Karte. Das rote. Genau. Das rote Teil unten rechts, genau dort. Okay. Das ist halt ein bisschen größer geworden. So, Stahlträger, check. Okay. Na, endlich. So. Da nehmen wir... Was haben wir denn jetzt gerade erforscht? Das war Stromnetz 2 mit den Umspannwerken und die baue ich jetzt einmal. Verdammt, ich finde einen Stahlträger. Was? Stahlträger hast du ja in der Kiste noch? Ja. Was bewirken denn die Umspannwerke dann? Man hat quasi ein größeres, einen größeren Versorgungsbereich der Stromversorgung. Und die nutze ich meistens eher für die ganzen Akkumulatoren. Okay. Hier unten hast du ja noch die Kiste gelassen. Mit den Steinen. Da hast du einfach eine Kiste vollgelassen und packst genau. Mit den Armen hin und her. Willst du das so lassen, das oder? Das lasse ich so, genau. Alles Weil, klar. Wenn du das jetzt da auspackst, da ist dein ganzes Inventar voll. Mit den Steinen. Genau. Und du weißt nicht, wohin damit. Gut, wir haben nicht mehr so viel Steine. Das kann hier oben vor sich jetzt hintümpeln. Ja, die Kiste hat noch genug Platz für die Mauern. Die lassen wir weiter produzieren. So. Ich glaube... Ja, ich habe noch einen am Start. So. So. Einen rein und den auch. Yep. Gut. Ja.
Steinproduktion läuft, beziehungsweise die Mauern, das geht weiter. Okay. Haben wir vielleicht noch ein Erzfeld irgendwo? Steinerzfeld in der Nähe? Was ist Stein nochmal? Stein ist... So ein bisschen gräulich, das da. Ja, ist. Das sehe ich dann auf der Karte. Genau, da unten ist nebendran noch eins. Das ist okay, das können wir später anschöpfen dann. Und wo die Ölfabrik ist, glaube ich, auch in der Nähe noch ein kleines. So. Ah, gut, dass du sagst Öl. Den wollte ich allen noch die letzten Module verpassen, dass noch ein bisschen was rausgequetscht wird. Ja, wer weiß. Ja, geben uns mal die Illusion hin, dass das noch ein bisschen was hilft. Ja, ja. Ja. Doch, das läuft schön hier. Interessant, das Rohöl ist immer noch bei 2,3K. Das hält sich ganz gut eigentlich, ne? Ja. Aber wir hatten es mal auf 2,5 gehabt. Gut, das ist ja die Menge, die vorhanden ist zurzeit. Genau. Hat sich aber meines Erachtens nicht viel verändert in den letzten... Ja, in der letzten Zeit jetzt. Es wird halt weniger. Da wir halt weniger Öl produzieren, da sage ich mal fördern, wird es halt immer weniger. Wow, was machst du hier oben gerade? Nix. Erwischt. Ich habe auch noch so einen Generator. Soll ich da auch einfach hinsetzen? So einen Akkumulator? Zack. Einer war es noch, den ich noch im Inventar hatte. Oh mein Gott, was wird das denn werden? Das ist alles die Energiespeisung für im späteren Verlauf die Lasertürme. Heiliger Bimbam. Wobei Akkumulatoren sind ja bloß dazu da, Ladung in dem Fall zu speichern. Genau, richtig. Aber warum sind die für die Energietürme wichtig, für die Lasertürme? Die brauchen ja konstant... Oh, heiliger Bimbam. Rutzel. Das Problem ist, die Lasertürme verbraten sehr viel Energie und da ist es eher ratsam, diese Energie zu speichern, damit die Lasertürme immer noch Energie haben für zu schießen und dass unsere Produktion dann immer noch weiterläuft. Würde ich okay. Die Akkumulatoren nicht setzen, würde unsere Produktion immer wieder zum Stocken geraten. Also ein größtmöglicher Puffer schaffen. Genau, richtig. Oh Mann. Und wie viel willst du bauen? 4 Patches davon? Ich weiß es nicht so richtig. Ich denke mal noch 4 weitere, ja. Also von denen, das sind jetzt praktisch 2 Umspannwerke, ne? Genau, also quasi noch 4 Stück. Ui. Hast du die Akkumulatoren selber alle hergestellt? Nein, nein, die werden hergestellt von uns. Von unserer Fabrik. Wo denn? Und zwar hier unten. Hier, genau. Hat er noch welche fertig? Ja, 38 Stück. Ist nicht viel, aber naja. Packen wir da auch nochmal ein paar Module rein. Können wir ja wieder rausnehmen. Das ist aber jetzt nicht das. Wieso kommt bei der zweiten Manufaktur für die na, das sind die Kunststoffstangen, warum kommt da nichts an? Weil die wahrscheinlich nicht genügend Petroleum hat, weil die erste Fabrik klaut sich das Ganze immer. Ach so. Okay. So, gleich sind die Akkumulatoren allen da voll. Und jetzt sind sie voll. Wow, also solange die aufladen, knistern die so? Ja, genau. Und das ist dieses Umspannwerk zur Verteilung, okay. Und jetzt muss man sagen, wir produzieren, also von der Produktion her vom Strom, sind wir wieder bei 11 Megawatt. Da jetzt einige Maschinerien wieder stehen. Und wenn ich da wieder irgendwo was klaue, dann läuft wieder alles an. Und dann, ja.
Das mit dem Petroleum nervt. Ja, aber da werde ich halt, wie gesagt, offscreen werde ich da halt noch was machen. Also das nochmal umbauen da hinten? Genau. Ja, aber kannst du da noch so viel rausholen? Ja, sicher, das geht. Also wenn ich jetzt schaue, hier Schweröl wird jetzt ein bisschen, haben wir jetzt da zur Seite gelegt. Leichtöl wird jetzt alles verwendet. Ah, du hast hier unten jetzt die Tanks gebaut. Genau, das sage ich mal, so ein kleiner Puffer ist. Das immer noch. Wo packst du das Leichtöl hin? Ich denke mal, ich werde das alles auf einen Fleck machen. Dass ganze Rohöl auf einen Fleck hinkommt. Dann mit etwas Platz daneben halt das Leichtöl. Und nochmal mit ein bisschen Platz daneben halt, dass da das Schweröl hinkommt. Gibt's schwarz-rot-goldene Tanks. Genau. Oh, 0,1 die Sekunde, okay. 0,5 steht bei mir. Hier der ganz rechte. Der ach, der da ist schon durch, ja. Ja. Na, wenigstens versiegen sie nicht ganz. Ja. So. Müsste hier noch mehr? Das läuft alles soweit, ne? Genau, das läuft alles. Das passt. Wassertemperatur von 15 Grad. Ja. Ja gut, wenn es reinfließt, genau. Und dann in den Öfen, ja. Tucker, tucker, tucker. Gut, Kupfer haben wir noch genug gerade. Jawohl. Wobei hier nochmal einiges produziert wird. Es staut sich. Wer verbraucht hier das meiste Kupfer? Das interessiert mich jetzt. Für die Kupferkabel? Ja, für die Kupferkabel. Damit wohl an, oder? Da wird einiges weggehauen. Aber nicht mehr lange, weil die Grünen kommen jetzt ja auch zum Stocken. Dann bleibt das Kupfer auch wieder. Staut sich auch wieder. So, da fällt mir auch auf. Zack. Die Batterien stauen sich auch wunderbar, perfekt. Ja, ich glaube, damit haben wir hier schon mal ein bisschen Grundstock. Ja. Das sieht schon ganz ordentlich aus. Hier hinten ist ja noch Eisen. Genau. Das will ich auch irgendwann noch abzapfen. Da ich schon gesehen habe, dass hier ein Erzförderer zum Stocken gekommen ist. Ja. Ja. Gut, der hier hat noch 10k. Ja, wir müssen uns Gedanken machen für bald wieder das Erz, Eisenerz anzuschaffen. Aber wir haben ja Gott sei Dank, haben wir hier in der Nähe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Und wir können noch abzapfen. Ja. Und das sollte jetzt nicht das Thema sein erstmal. Ne, das stimmt. Na gut, dann würde ich mal sagen, lassen wir es mal heute mal. Ja, ich glaube von der Zeit her sind wir auch ganz gut drin. Genau. So, ich mache hier gerade mal Folgendes. Ich teste das gerade mal mit diesem Teiler aus. Ja. Dass wir den mal auf doppelte Schiene schießen. Jawohl. Dann ist es hier unten nämlich auch wieder richtig. Wow, wow, wow. Krasse Nummer. Ich finde das immer wieder faszinierend mit diesem Teiler, diesen Trick, dass du es einfach dann auf beide Seiten schießt. Ja. Das ist ja so dein Lieblingsding immer, ne? Dass immer beide Förderseiten komplett befüllt sind und am besten genau. Alles steht. Genau, das ist halt, ja. Wie gesagt, jeder andere macht da alles in Kisten hinein. Ich mache das nicht, denn mein Förderband ist, sage ich, meine Kiste. Und da sehe ich immer, wo es stockt oder wo was fehlt. Ja, anstatt in Kisten reingucken zu müssen. Genau, richtig. Ja, das finde ich auch schon ein sinnvoller Ansatz, auf jeden Fall. Alles klar, der Herr, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da steht's dann ja an, sowohl, ich denke, da ist, du machst nebenher das Petroleum noch, das Erdöl fällt oben. Genau. Und dann geht's auch schon weiter. Bin gespannt. Dann bis zur nächsten Folge. Tschö. Tschüss.